kann NLP dich manipulieren? Und ist es wirklich Manipulation? Was ist NLP überhaupt? Und vor allem, kannst du von Menschen, die NLP beherrschen, wie eine Marionette vorgeführt werden? Genau um diese Themen soll es heute gehen, hier in unserem YouTube-Video, hier bei MyNLP. Mein Name ist Mario Graben, ich bin NLP-Lehrtrainer, Leiter des Instituts MyNLP in Wien und wurde unter anderem von diesem Menschen hier hinten, von Dr. John Grinder, persönlich zum NLP-Trainer ausgebildet. Der Mensch, der unter anderem NLP auch entwickelt hat in den 70er Jahren. NLP und Manipulation, ist es wirklich so? Naja, wenn wir uns anschauen, in welcher Ecke NLP heute oftmals steht, dann könnte man sagen, ja, ist eher naheliegend, weil heute verbinden wir es mit Politik, mit Verkauf, mit Marketing. War das schon immer so? Nein. NLP ist in den 70er Jahren in Kalifornien entstanden und damals war die Idee dahinter, die besten Therapeuten der damaligen Zeit zu modellieren. Das heißt, sie anzuschauen, was machen denn die besonders gut und wie kann man das vielleicht nachmachen, um Menschen zu helfen. Das heißt, die Intention im NLP war immer, Menschen voranzubringen, Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung zu unterstützen. Jetzt ist es so, dass dieser Schritt von Menschen unterstützen und Menschen manipulieren gar nicht so weit ist, weil in beiden Fällen brauche ich Information über andere Menschen und ich muss vor allem andere Menschen verstehen. Einer meiner Trainer hat immer gesagt, NLP ist die Gebrauchsanweisung fürs Gehirn. Das heißt, wenn du NLP kannst, dann wirst du dich selbst und andere Menschen besser verstehen. Die meisten Menschen kommen natürlich, weil sie glauben, sie müssen zuerst andere besser verstehen, um die vielleicht in eine Richtung zu lenken, zu manipulieren. Tatsächlich ist es so, dass Kommunikation ja immer eine Reaktion auch auf mein eigenes Verhalten darstellt. Das heißt, viel, viel einfacher ist es, sich selbst zuerst am besten kennenzulernen, sein eigenes Verhalten anzupassen und dann zu schauen, wie reagiert meine Umwelt. Da sind wir aber jetzt sogar schon ein paar Schritte zu weit, denn wir waren ja noch dabei, was NLP überhaupt ist. Stell dir mal vor, du hast ein Buch und in diesem Buch kannst du so nachlesen, wenn du mal wieder nicht verstehst, warum du oder andere Personen irgendetwas tun, wenn du sagst, bah, ich hätte schon so lange zu abnehmen wollen oder Rauchen aufhören oder ich mache immer wieder das Gleiche in der ganz bestimmten Situation oder genau wenn ich von meiner Chefin angegriffen werde, dann fallen mir die richtigen Worte nicht ein. Da legt sie irgendeinen Schalter um und dann ist es aus bei mir. Und stell dir vor, du hättest jetzt ein Büchlein, wo du nachlesen könntest, ah, Seite 13, wenn ich das und das mache, dann kann ich das in Zukunft anders machen. Das wäre doch cool. So einfach mit dem Buch funktioniert es doch nicht, weil jeder Mensch anders ist, aber NLP hilft dir dabei, deine eigene Gebrauchsanweisung, ein eigenes Buch zu schreiben. Das heißt, durch das Studium der intensiven Beschäftigung mit diesem Thema wirst du deine eigenen Verhaltensmuster entschlüsseln können, wirst du verstehen, was habe ich denn in der Vergangenheit wie gemacht, warum haben Menschen so reagiert und wie kann ich in der Zukunft Dinge anders machen, damit ich meine Ziele vielleicht noch besser erreiche. Und warum ist NLP überhaupt in dieser Ecke Politik, Marketing, Verkauf? Naja, NLP war in den 70er, 80er Jahren noch in Österreich und Deutschland relativ unbekannt. Jetzt ist es so, dass wenn eine Sache neu ist, dann braucht es natürlich nicht viel, um sie quasi mit einem Stempel zu versehen. Und so war das auch in den 80er, 90er Jahren, denn da gab es einen relativ bekannten Politiker aus einer ganz bestimmten Richtung, der gesagt hat, ich mache NLP und hat es zum ersten Mal zugegeben. Jetzt ist es so, dass zur damaligen Zeit total viele Menschen NLP gemacht haben, wer war der Erste, der es gesagt hat? Das ist schade, aus dem Grund, weil NLP mittlerweile in Österreich sogar eine eingetragene Therapieform ist. Das heißt, NLP ist nachweislich vom Bundesministerium, wurde bestätigt, dass NLP dabei helfen kann, andere Menschen bei persönlichen Themen, bei psychischen Erkrankungen sogar zu unterstützen. Das heißt, man hat das Ganze wieder zurückgeführt zum ursprünglichen Thema, zum Ursprung der ganzen Sache.
Was machen jetzt Therapeuten, wenn sie anderen Menschen helfen wollen? Naja, sie lernen andere erstmal kennen. Das heißt, da gehört dazu, die richtigen Fragen zu stellen, die anderen Menschen zu beobachten, die Reaktionen zu erkennen, Gesichtszüge, Gestik, Mimik zu lesen. Und wenn man das kann, dann kann man sich nach relativ kurzer bis mittelfristiger Zeit ein sehr schönes Bild von einer Person machen. So, je besser ich eine Person kenne, desto einfacher ist es natürlich auch, für die Person etwas zu bewirken. Und da ist es jetzt, wo quasi ja, so dieser ethische Hintergrund auch ins Spiel kommt. Denn natürlich kann ich, wenn ich eine Person sehr gut kenne oder einen sehr guten Bezug zu einer Person habe, die Person in eine gewisse Richtung lenken. Und da ist jetzt das, was ich immer sage, irrsinnig wichtig, weil wir werden genau von den Menschen manipuliert, zu denen wir eine gute Beziehung haben. Das können Eltern sein, das können Verwandte, Bekannte, die besten Freunde sein. Und allein bei diesen Beispielen dürftet ihr schon bewusst sein, dass diese Menschen genau, von denen würdest du es nicht erwarten, dass sie dich manipulieren. Und tatsächlich ist es aber so, dass du immer natürlich auch der Durchschnitt der Menschen bist, mit denen du dich am meisten umgibst. Deine Gedankenwelt, wo kommt denn das her? Durch Erziehung, durch deine Werte. Und es ist ja logisch, dass du dich mit Menschen gerne umgibst, die dir relativ ähnlich sind. Der Grund, warum du also da bist, wo du heute bist und nicht woanders, wo du gern wärst, ist der, weil du gelernt hast, so zu denken. Und woher hast du das? Natürlich von anderen Menschen, von der Gesellschaft, woher immer. Das heißt, im NLP geht es darum herauszufinden, woher kommt denn das, wie ich denke und möchte ich das überhaupt? Und wie kann ich das dann verändern? Ich gebe da ein ganz einfaches Beispiel. Du gehst im Park spazieren, ein wunderschöner Sonnentag und du hörst nur quasi von der Seite, eine Mutter schreit zu ihrem Kind, du kannst das nicht, hör auf, am Baum zu klettern, weil du verletzt dich. Ein einziges Mal ist nicht schlimm. Aber stell dir mal vor, du hörst das die ganze Zeit, du kannst das nicht, mach das nicht, du tust dir weh, du kannst das nicht. Und das steht der Tropfen hüllt den Stein, beeinflusst schon deine Persönlichkeit. Und wenn du jetzt zum Beispiel dir denkst, boah, ich würde mir gerne etwas vornehmen, ein Ziel erreichen, vielleicht eine radikale Veränderung machen. Und du redest in dem Freundeskreis drüber, na, was werden die sagen? Die werden natürlich sagen, mach's nicht. Ist ja klar, weil in dem Moment, wo du etwas anders tun würdest, würdest du dich natürlich auch aus ihrer Gedankenwelt ein Stück weit rausbegeben. Und wenn du das tust, erzeugt das Unsicherheiten in anderen Menschen. Und wenn das Unsicherheit erzeugt, werden diese Menschen alles dafür tun, wieder Sicherheit zu bekommen. Und das ist am einfachsten, wenn sie zu dir sagen, bleib so wie du bist. Bleib so wie du bist, ist überhaupt der für mich spannendste Gedankengang, weil ist das wirklich ein Kompliment, zu sagen, hey, wir haben uns 5 Jahre nicht gesehen, du bist immer noch so wie du bist. Stell dir mal vor, du hast in 5 Jahren nicht weiterentwickelt. Das wäre ja schlimm. Ich persönlich freue mich, wenn Menschen sagen, boah, Mario, du hast dich aber verändert. Sie meinen es meistens nicht so, wie es bei mir ankommt, aber darum geht es ja im Endeffekt. Ich kann mir ja selbst aussuchen, was ich aus dem mache, was von außen auf mich hereinprasselt. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass die meiste Manipulation, wir haben immer Angst davor, dass irgendein Fremder zu uns herkommt und uns irgendwas andrehen will oder zu irgendwas überreden möchte, was wir eigentlich gar nicht wollen. Das ist in 1% der Fälle nicht einmal vielleicht relevant. Am relevantesten ist es mit den Menschen, mit denen du täglich Kontakt hast. Und deshalb sage ich, unterrichte dich und lerne diese Techniken, lerne Sprache zu verstehen. Denn wenn du Sprache verstehst und weißt, wie du Sprache einsetzt, dann kannst du anfangen, Dinge zu verändern, mit dir selbst anders zu kommunizieren, auch mit anderen anders zu kommunizieren. NLP, was bedeutet es denn überhaupt? Neurolinguistisches Programmieren. Neurolinguistisches Programmieren. Neuro, Gedanken, Emotionen, Sprache, Linguistik, Programmieren, Verändern. Ich kann Gedanken und Emotionen durch Sprache verändern, meine eigenen und die der anderen. Um das zu können, muss ich aber erstmal wissen, was macht denn meine Sprache überhaupt und wie setze ich sie denn überhaupt ein? Was bewirken denn einzelne Worte? Was machen sie tief drinnen in meinem Unbewussten? Und das finde ich sehr spannend, dass es die wenigsten Menschen lernen, weder in der Schule noch an der Uni noch sonst irgendwo. Ich persönlich habe mich sehr stark in das Thema begeben. Ich habe Psychotherapie studiert, ich habe Wirtschaftspsychologie studiert, NLP natürlich auch sehr intensiv und habe mir aus allen Bereichen angeschaut, was kann mir am meisten helfen dabei. Und für mich
was tatsächlich NLP. NLP ist angewandte Psychologie. NLP ist wie die Lehre vom Menschen zu verstehen. Das heißt, sich anzuschauen, was tun Menschen, das in ein Modell zu packen, verstehbar zu machen und dann auch anwendbar zu machen. John Grinder, der NLP-Gründer da hinten, der sagt immer, NLP ist die Modellierung von Exzellenz, von mentalen Erfolgsstrategien. Das heißt, möchtest du lernen, wie du dich selbst ständig weiterentwickelst, ständig verbesserst, dann bist du bei NLP genau richtig. Weil dann wirst du lernen, wie wirkt Sprache, wie setzen erfolgreiche Menschen Sprache und Kommunikation ein, aber nicht nur das, sondern es geht ja viel, viel tiefer. Wie denken erfolgreiche Menschen? Denn wenn du dir das Denken erfolgreicher Menschen aneignest, dann bist du schon am halben Weg zum Ziel. Denn noch einmal, da, wo du gerade stehst, ist bestimmt durch deine innere Gedankenstruktur. Alles, was du dir zutraust, wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit auch erreichen können. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber wenn du kontinuierlich arbeitest, sehr wahrscheinlich. Alles, was du dir nicht zutraust, wirst du bestimmt nicht erreichen. Also ist es doch viel sinnvoller, sich die Dinge zuzutrauen. Zur Frage nochmal zurückkommend, ist NLP Manipulation? Ja, es geht vor allem darum, sich selbst positiv zu manipulieren, denn Manipulation per se ist auch nichts Schlechtes. Du kannst mit NLP sehr, sehr viel Gutes bewirken und die Menschen, die zu mir kommen, berichten mir irrsinnig tolle Sachen, wie zum Beispiel der Vater, der endlich wieder Zugang zu seiner Tochter bekommen hat, weil es zwischenzeitlich einfach schwierig war und die Kommunikation komplett abgebrochen ist. Wie der Mitarbeiter, der plötzlich nicht mehr Angst hat, wenn er das Mitarbeitergespräch hat, sondern da sehr souverän reingeht. Natürlich sehr, sehr viele Beispiele, Beziehungen, die wieder aufbauen, einfach weil man besser miteinander kommuniziert. Das heißt, NLP ist nichts anderes als das Werkzeug. Was du dann damit machst, das liegt an dir. Wenn du aber natürlich sagst, naja, natürlich nutzen das auch Menschen, die mir nichts Gutes wollen, dann kann ich dir sagen, ja, na klar, weil auch die holen sich diese Techniken. Ich denke mir immer, der beste Schutz vor Manipulation ist der, wo du selbst weißt, was passiert und es selbst in der Hand hast. Du kannst nur manipuliert werden, wenn du das Zepter aus der Hand gibst. Und das wäre das Gleiche, wie wenn du Profisportler bist, bei den Olympischen Spielen qualifiziert und dann gehst du ohne Training hin und dann, wenn du verlierst, sagst du, die anderen haben ja trainiert. Ist ja unfair. Nein, ist nicht unfair. Deine Aufgabe ist es, dich ständig zu entwickeln, dir ständig die besten Techniken zu holen, damit du eben trainierst, im Training bleibst und sich das dann auch auf den Umfeld auswirken kann. Wenn du nichts für dich tust, dann würde ich sagen, bist du selbst schuld. Auf diesem Kanal hier werden wir dir viele, viele Techniken und Methoden mitgeben, wie du dich selbst ständig weiterentwickelst. Das heißt, wie du deine Persönlichkeit voranbringst, deine Kommunikation voranbringst. Deshalb würde ich dich bitten, abonniere doch diesen Kanal, empfiehl das Video weiter. Wenn es Themen gibt, die du sagst, das interessiert mich besonders in Bezug auf Kommunikation, dann melde dich gerne, schreib das gerne in die Kommentare darunter, schreib unsere E-Mail, du findest alles und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Alles Liebe!